Welchen meinst du denn, Chris? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Also das mit den Playlists habe ich gesehen und das war sehr hilfreich. Und vielen Dank. Siehst du, wir haben was. Hier sieht aber echt übel aus. Mit Glück überlebt sie einen Monat. Wärst du heute nicht gut sein lassen? Ja, hol das Ding runter und erneuere dich. Im Ernst, Mann? Lohnt sich für sie der Weg überhaupt zurück? Ist ja... Hat sie dich erwischt? Nein, alles gut. Alles gut. Oh, fuck. Was gibt's da zu lachen? Du hast dir die Hose gemacht. Was hast du gesagt? Was für ein Schisser. Du lachst gerne, was? Steh auf. Hey, komm schon. Steh auf. Das muss nicht sein, Mann. Sie ist doch total am Arsch. Los. Findest du komisch, hä? Das ist lustig. Komm. Ja. Verdammte Scheiße. Fuck. Scheiße. Du sagtest Abby. Du suchst dann Abby, oder? Wir haben vor ein paar Monaten eine geschnappt. Als ob. Sie ist groß. Blond. Hat Arme wie ich. Sie hatte einen dürren Jungen dabei. Mit Narben am Mund. Ja. Ja, das ist sie. Lass mich gehen. Und ich sag dir, wo sie ist. Du kannst sie finden, bevor die Infektion sich ausbreitet. Rede. Sie steckt in einer Zelle, in unserem Lager. Was ist das? Du musst da bis zu den Schienen. Dann kommst du zu einem Ressort. Wir halten sie in einem großen, runden Haus. Ich schwör's. Maracuja, danke fürs Folgen. Schien zum Resort. Großes, rundes Haus. Schien zum Resort. Großes, rundes Haus. Fuck. Hier drüben! Zieht auf die Beine! Ich geh nicht zurück! Er hat eine Waffe! Ich geh nicht zurück! Gott verdammt! Scheiße! Okay. Woher hatte er die Waffe? Die anderen sollen alles absuchen. Nicht, dass noch jemand rausgekommen ist. Und achtet auf Infizierte. Ja. Wenn ich rausfinde, dass er Hilfe hatte, gibt's hier verdammt nochmal Tote! Das sind auch sehr gute Standard-Videospiel-Bösewichte hier. Das war der dritte diesen Monat. Setzt du jetzt mehr Leute am Tor ein? Hinterhalt! Die Streunerin!
mit Menschenhändler und Sklaventreibern gibt es halt natürlich kein Mitleid. Da kann man auch mal Molotow-Cocktails einsetzen. Aber leider haben die schon wieder Hunde. Und wir spielen schon wieder mit Ellie. Das ist Absicht. Die wollten Ellie zu einer Hundemörderin machen, die alle hassen. Weiß nicht genau warum. Ich verstehe es wirklich nicht. Ah, ungünstiger Zeitpunkt zum Nachladen. Oh, verdammte Scheiße! Dammit. Dammit. Ja, aber wirklich, oh Gott. Ich find's auch furchtbar. Ah, ich war so froh, dass wir die Passage hinter uns haben mit den Hundegegnern. Und jetzt geht das wieder los. Furchtbar. Furchtbar. Große Gruppe. Ich muss sie finden, ehe diese Idioten sie töten. So, aber erst müssen wir uns hier ein bisschen umschauen. Pfeile, sehr gut. Ich werde hier, wenn es geht, ein bisschen stealthen, nämlich. Wobei, man könnte auch ganz gut, jetzt haben wir ein Maschinengewehr, könnte man auch ganz gut snipen. Moment, ich konnte gerade noch Pfeile herstellen. Ja, warum denn nicht? Machen wir noch mehr Pfeile. Pfeile sind immer gut. Stimmt, Sprengpfeile. Ich vergesse immer, dass wir die haben. Die nächsten Gegner, die kommen, kriegen sowas von Sprengpfeile. Da muss ich aber jetzt doch... Machen wir es so. Das ist auch eine gute Kombination. Okay. Also außer, solange ich noch stealthen kann, stealth ich. Aber wenn ich nicht mehr stealthen kann, dann spreng ich. So, unsere Taschen sind ziemlich voll. Ich kann so gut wie überhaupt nichts plündern. Das ist ganz schön schade. Irgendwie echt komisch, oder? Mit Abby hatte ich so ein riesen Problem mit Ressourcen. Und hier... Ach ja. Verdauungsprobleme wird es hier einfügen in dieses Bild. Naja, gehen wir weiter. Gehen Sie da lieber nicht rein. Huhuhu. Guck, meine Fallout 76 Storage Box. Ich kann gleich meinen ganzen Scrap da drin lagern. Dann haben wir wieder Platz, Ellie. Was hältst du davon? Du sag mal, ich habe haufenweise Spiele-Keys dank Loot Boy, die ich entweder bereits in der Sammlung habe oder mich nicht interessieren. Wenn ich dir einen der Keys geben würde, würdest du den dann in Stream zu machen? Eher nicht. Also ich habe schon ziemlich geplant, welche Spiele in Zukunft noch gestreamt werden. Es sind sogar zu viele Spiele, die ich noch auf meiner Streamliste habe. Deswegen kann ich da keine anderen Versprechungen machen. Und ich habe auch durch, also ich habe selber durch vor allem Humble Bundle zum Beispiel und so weiter, und weil ich eben auch ab und zu Keys zugeschickt kriege, auch so viele Keys selber und so viele Spiele, die ich noch nicht getestet habe. Also ich habe da auch gar nicht die Zeit dafür. Leider. Die Chancen stehen gut, dass ich die eigentlich eh schon habe, irgendwie in irgendeiner Form, die Spiele. Aber danke für das Angebot. So, Abby, jetzt, Ellie meine ich. Oh, oh, Gegner. Oder? Da war gerade so ein Geräusch, als ob mich... Ah, da hinten sind Gegner. Das ist gut.
Hallo? Die schleichen sich bestimmt gleich von der Seite an mich an, ne? Mach die alle! Sag ich doch. Au. Oh oh. Oh oh. Das ist irgendwie. Die sind überall! Dammit! Sorry, aber das habt ihr jetzt davon. Oh Gott, nein! Nicht der Hund! Oh mein Gott! Das war keine Absicht. Lauf! Das geht zu weit. Das geht zu weit, Leute. Das geht einfach zu weit hier. Aber so Molotow-Cocktails sind schon extrem effektiv, wenn man umzingelt ist. Das hätte gerade echt ins Auge gehen können. Die Situation war echt gerade brenzlig. Ob er meine Bögen sehen kann und meine Waffenläufe und meinen Rucksack und so Sachen. Noch mehr? Oh fuck, meine Seite. Wo ist der Weg? Die Last of Us HBO-Serie soll geschnittene Szenen aus dem Spiel enthalten. Aha, interessant. Ich habe ja schon gelesen, dass die im Grunde versuchen, die Story des Spiels nicht zu sehr zu verändern, sondern ganz stark zu ergänzen. Aber wenn die dann quasi sogar Sachen machen, die ursprünglich hätten im Spiel sein sollen, aber dann nicht mehr reingekommen sind, finde ich das sogar richtig cool, muss ich sagen. Mal schauen, ob die was kann, wenn es soweit ist. Ich meine, die Serie kann sich noch so sehr an das Spiel halten oder auch nicht dran halten. Das entscheidet letztendlich nicht drüber, ob sie gut wird oder nicht. Das ist immer noch ein ganz anderes Thema. Da muss man erstmal abwarten. Die kann sich von der Story her 1:1 an alles halten und trotzdem furchtbar werden. Da muss man schauen. Aber grundsätzlich eine coole Idee. Das frage ich mich auch wegen, weil die Frage, die Samantha gerade stellt, ob das nur vom ersten oder auch vom zweiten handelt. Weil wenn die gleich die Story vom zweiten mit einbauen, könnte man von Anfang an, dann hätte die Serie die Chance von Anfang an schon parallel die Abby und die Ellie-Geschichte schon als junge Mädchen zu erzählen. Die eine mit ihrem Vater und dem Fireflies könnte man den Charakter viel mehr ausbauen. Wäre ziemlich cool, glaube ich. Hätte voll Potenzial. Und würde sich für eine Serie auch viel besser eignen als für ein Videospiel, dass man so eine Geschichte aus zwei Perspektiven erzählt. Oder immer wieder hin und her wechselt. Weil dann könnte eben auch Abby der Ankerpunkt dafür sein, dass man die Geschichte der Fireflies nebenher erzählt und da viel mehr thematisiert. Und parallel dazu eben Joel auf seiner Reise durchs Land mit Ellie. Das wäre schon ziemlich cool. Okay. Der Weg zum Resort. Dann könnte man das vielleicht sogar so hinschreiben. Ich glaube, die Story wäre vielleicht sogar noch viel. Ich sterbe heute. Könnte man zumindest viel intensiver machen, wenn die sich vielleicht so dann noch kennenlernen würden, die zwei oder so. Noch quasi als Jugendliche. Bevor the shit down geht oder... Naja, keine Ahnung. Könnte man viel machen mit kleinen Tweaks. Wäre auf jeden Fall interessant. Und jetzt habe ich keine Ahnung, wo wir hin müssen. Von da sind wir gekommen, ne? Und von da kamen die Gegner. Okay, dann... War ich schon da hinten? Hab ich mir das schon angeguckt? Vielleicht komme ich da rein. Vielleicht kommst du wo rein? Da hinten. Aha, da habe ich wohl was übersehen. Hier habe ich mich schon beim ersten Mal spielen komplett verlaufen. Aber komplett.
da hinten war ein Weg, den habe ich wirklich überhaupt nicht gesehen. Ach so, ist auch gar nicht von hier zu erreichen. Alles klar. Ja, okay. Ich bin auch auf die Resident Evil Serie gespannt, die Netflix gerade macht. Mir hat die Witcher-Serie echt gut gefallen. Und ich weiß schon, ich sag's immer wieder dazu, theoretisch, technisch gesehen, ist Witcher ja eigentlich eine Buchverfilmung. Aber dadurch, dass die sich vom Stil und vom Design her und auch von der ganzen Sprechart, die Figur Geralt, so sehr am Videospiel bedient haben, ist es für mich einfach eine Videospielumsetzung in erster Linie. Sieht wie ein großes, rundes Haus aus. Ach was. Danke, Sherlock. Das große, runde Haus, das sieht wie ein großes, rundes Haus aus. Wie komme ich da rein? Könnte ein großes, rundes Haus sein. Und ich könnte mir vorstellen, aber das ist jetzt wirklich nur ins Blaue geraten, keine Ahnung, dass sich die zweite Staffel vielleicht sogar noch ein bisschen mehr an die Videospielvorlage hält. Weil eben hauptsächlich Videospielfans die Serie geil finden und weniger die Buchfans. Oder Filmfans allgemein weniger. Es sind eher die Videospielfans, die Witcher gut finden, die Serie. Hey Rattler, hier ist McKinsey. Ich bin draußen, frei. Mein Mann starb, während er eure verdammten Tomaten pflückte. Was waren denn das für Tomaten, ey? Angriff der Killer-Tomaten vielleicht. Werden hier vielleicht Killertomaten gezüchtet? Wir sind nicht nur ein paar einzelne Versprengte. Ich komme mit den anderen wieder. Eure Zeit ist gekommen. Oh yeah. Sowas lest man doch gerne. Ich hoffe, das stimmt auch. Weil wir können hier mit Ellie nicht alle alleine auslöschen von diesen Sklaventreibern, Menschenhändlern. Arschlöchern. Aber die vielleicht. Der letzte Part, wenn die Hunde nicht wären, könnte der letzte Part mir Ellie fast wieder ein bisschen sympathisch machen. Gemessen einfach an den Gegnern, gegen die sie kämpft. Das macht halt schon einen großen Unterschied. Lass ihn in Ruhe. Er spürt doch nichts. Ja, scheiß drauf. Ich hatte ihm genau das versprochen. Das ist so ein abartiges Hobby. Wärst du bestimmt lieber nicht geflohen, oder, Anthony? Ist das nicht schön? Wo ist denn sie hin? Sie ist einfach weggelaufen, oder wie? Das ist so 28 Tage später, oder? Das ist so 28 Tage später. Finde ich schön. Aber ich befürchte, jetzt hat sie ihn schon erwischt. Die haben halt doch irgendwie Waffen und Rüstungen und so. Aber trotzdem schön. Zack! Scheiße, Hinterhalt! Da, das kam aus der Richtung! Niemand kam aus der Richtung, die lügt. Wir sind nicht alleine. Sofort alles absuchen. Mal schauen, ob meine kleine Falle funktioniert. Es würde mich sehr freuen. Wenn ich so ein Spiel machen würde, würde ich die KI absichtlich so machen, dass die wahrscheinlicher auf meine Minen treten. Wer weiß, ob das nicht hier ESO ist. Wer weiß. Komm lieber nicht her, sonst muss ich dich bewerfen. Ich hab dich gewarnt, finde ich.
Zum Glück brennt das trockene Gras hier nicht, sonst wäre das ganz schnell irgendwie... Wäre vielleicht gar nicht schlecht, hier ein großes Feuer zu starten. Kann mir nur helfen, hier durchzukommen wahrscheinlich. Gutes Ablenkungsmanöver vielleicht.